schon ein bisschen guckt vom. Dann macht das Auto das. Ja, ich sag eben, wenn man so anfahrt, wenn man anfahrt und dann fahrt ihr sofort an. In automatisch ist ganz anders. Du musst hier auf Bremse gehen. Ja. Gleich wenn der Start auf Bremse. Jetzt. Das ist ganz, ganz komisch. Das schon anders. Okay, also. Also pass auf, du machst jetzt, du gehst von der Kupplung ganz runter und eigentlich gehst du von der Kupplung runter, gibst gleichzeitig Gas. Oh. Aber mit dem Gas, gell, du musst jetzt brutal aufpassen. Also übe jetzt erst nochmal Kupplung runtergehen, okay. Den laufen lassen. Ja, weil es geht plötzlich, ein Augenblick geht es plötzlich Millimeterarbeit. Okay. Weil hier mal passiert jetzt gerade gar nichts. Manchmal ist, ja, aber das ist bei jedem Auto anders. Immer Millimeterarbeit. Jetzt höre ich es auch, oder? Ja, ja, jetzt hörst du, wie er kommt. Jetzt kannst du gleich den Gas geben, ganz klein. Gas? Ganz Millimeterarbeit. Millimeter ab. Aber ich bin immer noch ein wenig auf der Kupplung. Ja, jetzt gehst du runter, jetzt ganz runter. Ganz runter. Ah, wenn ich dann, wenn es dann mal so ist. Ja. Ah, okay, jetzt bin ich ganz runter. Jetzt haltst du rechts an, dann machst du dasselbe noch einmal. Rechts anhalte, wenn Gas gäbe, dass du vorwärts kommst. Und jetzt auf Kupplung? Nee. Jetzt drückst du auf Kupplung. Auf Kupplung. Und Kupplung und Bremse. Zusammen. Auf der Kupplung bleibe. Du bist gerade wieder runter von der Kupplung. Nee, ich war gerade auf der Kupplung. Dann, also erst auf Kupplung, ich wollte nichts machen, bevor du nichts sagst. Erst Kupplung und Bremse, wenn du nämlich gleich auf die Bremse gehst und wirkst schon ab. Also erst Kupplung, bis ich ganz durch bin. Also wenn du jetzt eine Vollbremse machst, machst du Kupplung und Bremse zusammen. Okay, aber so erst Kupplung, bis ich ganz durch bin und dann kann ich Bremse. Erst Kupplung drücken und dann Bremse, ja. Weg. Mach's nochmal ein Stück. Okay. Jesus Gott. Ja, da merkt man jetzt, dass Flipflop scheiße ist, weil es dann absolut so... Absolut scheiße. Ja, aber im Automatik ist es überhaupt kein Problem. Schön langsam, da vorne ist ein Fahrradfahrer. So, du fährst jetzt gerade im Moment. Fahr noch ein Stück. Fahr noch ein Stück. Wenn der Fahrradfahrer vorbei ist, erst dann drückst du die Kupplung voll durch, gehst in den zweiten Gang und lässt sie genauso langsam kommen. Oh je, Mama. Voll durchdrücken? Also jetzt schon und immer noch im Gas bleiben? Nein, vom Gas runter. Okay, vom Gas runter? Voll durchdrücken? Voll durchdrücken? Voll durchdrücken. Zweiter Gang? Und bin ich im zweiten genauso Gang? Genauso langsam los. Bin ich wieder im zweiten Gang? Genauso langsam. Gas, 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 Gas. Stopp. Auf Kupplung drücken! Auf Kupplung drücken! Was? Wenn du merkst, dass er anfängt zu rubbeln, musst du sofort Kupplung drücken. Ich weiß es doch nicht. Jetzt schreibst du es doch. Ich weiß es doch nicht. Was soll ich sagen? Wenn ich sage, auf Kupplung drücken, dann musst du nicht warten, bis bin ich doch geschehen ist. Dann musst du sofort auf Kupplung drücken. Bin ich. Okay, jetzt halt an. Anhalte. Stopp. Also auf Ziel. Also vom Kupplung runter. Ja. Nein, nicht von der Kupplung runter. Ja, wenn du von der Kupplung jetzt runter gehst, dann macht das Auto Ersatz und wirkt ab. Du darfst nicht die Kupplung verlassen. Okay, also kann ich jetzt aufs Gas und auf der Rand? Nein, kannst du nicht. Du hast den zweiten Gang drin, du kannst jetzt gar nichts machen. Okay, was kann ich jetzt machen? Du machst jetzt Auto abstellen. Einfach abstellen? Abstellen. Und bin immer noch auf der Kupplung? Ja, du bleibst auf der Kupplung abstellen. Okay. Du darfst, und jetzt kann ich sobald Kupplung du die Kupplung loslässt. Jetzt kann ich mal los. Ja. Hörst mal einfach zu. Ja, ja, ja. Sobald du die Kupplung loslässt, setzest du das Getriebe in Betrieb. Die Kupplung ist quasi dein... Wenn die Kupplung gedrückt ist, hat das Auto keinen Schub. Mhm. Ja? Sobald du die Kupplung loslässt, gibst du dem Auto Schub. Erster Gang wenig Schub, zweiter Gang mehr Schub, dritter Gang noch mehr Schub, vierter Gang ordentlich Schub. Mhm. Und deswegen, wenn du merkst, dass er anfängt mit Rettere, dann hat er zu wenig, dann hat er falsche Gang, zu wenig Gas, mhm. Der falsche Gang. Wenn du den ganz loslässt, dann macht er ein bisschen still. Mhm. Aber der macht dann wie Känguru keine Hupse. Okay, was machst du jetzt, um wieder starten zu können? Auf Kupplung, Leerlauf erstmal, oder? Kupplung, Leerlauf. Ja, also die Gang kannst du nur bewegen mit durchgedrückter Kupplung. Also, kann ich, aber das kann ich jetzt nicht machen, während es ab ist. Doch. Kann ich auch machen. Das ist immer dasselbe, ob der Motor läuft oder nicht. Das Getriebe kuppelt außen, kuppelt ein. Okay, also jetzt bin ich im Leerlauf und jetzt könnte ich anschalten. Also im Leerlauf immer noch einmal so überprüfen, einfach so zur Sicherheit wegen Spiele. Ja. Links und rechts Spiele. Ja. Okay. Okay. Aber jetzt warten wir. Bevor ich jetzt anmache, muss ich wieder auf Gas. Immer zum Start, also es ist nicht pflichtend notwendig, aber gewöhnt das an, ist eine gute Angewohnheit, Kupplung drücken. Okay, Kupplung. Wenn du nämlich vor unserem Haus stehst und du willst starten und du hast Kupplung nicht gedrückt und da war der erste Gang drin, dann macht es wupp und du hängst in der Haustür. Okay, also gut. Jetzt langsam von der Kupplung runter und dann langsam aufs Gas. Was? Ja, mach's mal. Ja, was? Mach's mal. No, jetzt, warte, es geht nicht im Leerlauf. Das ist der erste Gang.
Oh je, Mama, das ist sowas von anders. Also was? Erst, wie kann ich jetzt in den ersten Gang? Kupplung ganz durchdrücklich in den ersten Gang gehen. Also der erste Gang ist so anfahren, sozusagen. Ja. Erst ist langsam, fünf wäre dann Autobahn, sozusagen. Vier ist schon Autobahn, ja. Ah, ja, aber halt, okay. Also, jetzt kann ich langsam von der Kupplung runter. Geh ganz runter von der Kupplung, ja, ich bin jetzt gerade in den ersten Gang. Oh Mama, ich kann nicht in den zweiten Gang. Wie gehe ich jetzt in den zweiten Gang? Jetzt muss ich versuch mal dezent auf der Seite anzuhalten. So, dass es nicht ruppelt und ganz rund und sanft anhalten hast. Wie halte ich jetzt? Muss ich wieder auf die Kupplung zum Halten? Nee. Wirklich nur auf Bremse. Mama, ich weiß natürlich es nicht. Sag's mir einfach nicht. Du bist ein wenig überheblich. Natürlich auf Kupplung, habe ich dir doch vorhin erklärt. Mama, das ist wirklich viel für mich auf einmal. Also jetzt geh auf Kupplung, es geht nicht anders. Also was, sag mal, was soll ich machen genau, bevor Kupplung ich irgendwas... Kupplung drücke und Bremse drücke. Bremse sachte, es ist auch eine Vollbremsung. Du musst immer die Kupplung drücken, weil wenn du die Kupplung gedrückt hast, hast du keinen Antrieb mehr. Wenn du anhalten willst, musst du den Antrieb nehmen. Kupplung drücke, das Getriebe ausschalten.